Herzlich willkommen zu einem neuen Too Good To Go Video von mir. Ich teste mal wieder die App Too Good To Go mit euch und ich bin in Berlin unterwegs, rette also eine Runde Lebensmittel von verschiedensten Spots. Ich habe schon ganz viele Videos von, also wenn euch das interessiert, dann lasst mir gerne ein Abo da und ich würde sagen, los geht's. Und für mich geht es heute in den siebten Himmel. Das ist in der Invalidenstraße in Berlin-Mitte. Für 3 Euro kann ich dort Sachen im Wert von 9 Euro abholen. Ganz typisch steht da einfach nur Backwaren. Von daher, we will see. Das ist auch mal relativ spät abends von 21.30 Uhr bis 22 Uhr. Also die Bäckerei hat lange offen und ich bin gespannt. Ich bin zurück und ich kann schon mal festhalten, sehr, sehr freundlich und ich hätte mir sogar Sachen aussuchen können, dass ich hätte sagen können, ob ich irgendwas haben möchte oder irgendwas nicht haben möchte, finde ich richtig, richtig gut. Und es war auch keine Bäckerei, sondern eigentlich ein Späti, ganz witzig, siebter Himmel, keine Ahnung, ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass es eine Bäckerei ist, aber es war ein Späti. Und hier ist die Ausbeute, also ja, Backwaren allerlei, würde ich sagen, also es sind 9 Euro, das passt. Also einmal hier Süßteilchen, eine Vanille-Plundertasche, Brezel, Brötchen. Die Brötchen werde ich, glaube ich, einfrieren. Schokocroissant, normales Croissant, Laugencroissant und ein Laugenteilchen-Ecke-Croissant. Also halt voll die Vielfalt. Also ich finde das wirklich eine richtig, richtig gute Ausbeute, so an Backwaren. Also ja, auch, dass man wählen durfte, also wirklich top. Und die Sachen wurden eben auch direkt aus der Auslage genommen. Es ist jetzt bei Croissants ja auch immer so ein bisschen die Sache. Es wird ja schnell sozusagen fest. Aber es ist wirklich noch sehr, sehr frisch. Vor allem, wenn ich das jetzt einfriere, dann ist es wirklich noch top. Ich habe auch mal probiert gleich meine Lieblingsart von Croissants. Und es sind halt wirklich so diese ganz Standard-Backwaren. Und es ist jetzt natürlich nichts Besonderes. Aber es ist lecker. Also das ist wirklich einfach mal wieder so eine richtige Standard-To-Good-To-Go-Ausbeute. Ich finde es super, Preis-Leistungs-Verhältnis, Nettigkeit etc. passt alles, ist ganz, ganz fair. Deswegen 8 von 10 Punkten. Und es geht ins Pax Coffee. Das ist in der Oberwaldstraße, also auch in Berlin-Mitte, in der Nähe von der Uni. Das sagt mir so persönlich jetzt gar nichts. Und die sind auch neu bei Too Good To Go. Da bin ich aber ganz, ganz gespannt, ob die schon ein bisschen das System verstanden haben. Auch hier wieder 3 Euro gezahlt, Wert von 9 Euro. So, und ich habe mich wieder hier schön niedergelassen. Das ist hier richtig, richtig schön. Ich liebe diese Ecke hier in Mitte. Das ist so klein, auch ein bisschen versteckt hier hinten, weil hier immer super leer ist auf diesem Platz, wo hier eigentlich an sich herum alles richtig crowded ist. So, und hier haben wir einmal die Ausbeute. Hier weiß ich gar nicht, was das ist. Das sieht aus wie so eine Frühlingsrolle. I don't know. Richtig lustig. Vielleicht probiere ich das gleich mal, obwohl er eigentlich eher nach den Nudeln ist. Und ich glaube, ich werde mal hier die Nudeln probieren. Das ist hier so ein Oliven-Nudelsalat. Ja, finde ich gut. Und dann eben noch ein Blueberry Muffin. Finde ich auch super. Ja, also 3 Sachen hat, würde heißen, dass alles 3 Euro gekostet hat. Ja, kommt ungefähr hin. Also von der Menge her ist es jetzt nicht super viel, muss man sagen. Aber ich finde den Mix eigentlich ganz cool. So, und jetzt noch ein bisschen Käse in dem Nudelsalat. Also der sieht schon gut aus, doch. Schmeckt lecker, doch. Halt wie ein Nudelsalat. Und auch der Muffin fühlt sich noch sehr frisch an. Freundlich waren die übrigens auch dort, also war sehr, sehr nett. Sieht gut aus hier. Also der ist richtig, richtig lecker und noch total saftig. Also das andere Teilchen werde ich jetzt auf jeden Fall weitergeben, weil das irgendwie macht mich das nie wirklich an. Also weiß ich nicht, ist glaube ich nicht so meins. Dennoch, also ich finde die Sachen ganz okay. Also ich finde, es ist halt nicht die krasse Menge, aber Qualität ist gut. Man kann es mal machen. Ich würde da jetzt nicht unbedingt nochmal hingehen, aber es bekommt dann eben... Achso, ich wollte Sterne jetzt geben. Habe ich das schon erzählt? Nee, habe ich gar nicht gesagt. Ich wollte Sterne jetzt geben, damit ihr nicht mehr so verwirrt seid. Aber ich vergesse es die ganze Zeit. Weil in der App kann man ja 5 Sterne geben und ich würde dem Ganzen 3 Sterne geben. Ja. Und heute geht es für mich zu Classic. Das ist ein, glaube ich, ein kleiner Coffeeshop oder ein Coffee. Jedenfalls ist es in Kreuzberg in der Nähe vom Schlesi, also vom Schlesischen Tor, falls ihr aus Berlin kommt und das kennt. Auf jeden Fall eben Kreuzberg, auch ein richtig cooler Kiez. Und ja, da kann ich für 2,50 Euro Sachen im Wert von 7,50 Euro abholen. So dieses typische Backwaren-Gebimsel steht in der Beschreibung. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
Kuchen, richtig lecker. Ich habe Kuchen bekommen. Da werde ich mich vorsichtig sein, weil es Kuchen ist. Richtig, richtig cool. Das war auch ganz süß. So, also so kann man draußen bei denen sitzen. Also auch sehr, sehr freundlich dort. Also schon mal bis jetzt top. Und best prepared immer eine Gabel mit dabei, weil ich werde jetzt Kuchenzeit machen. Richtig gut. Oh mein Gott, das sieht richtig gut aus. Das ist hier so ein Blaubeer-Cheesecake. Also das sind auf jeden Fall 7,50 Euro. Weil es ja eigentlich fast so drei oder na gut, zwei große Stückchen sind. Aber das sieht so gut aus. Okay, also dieser Kuchen ist next level. Der ist super, super lecker. Und überhaupt, die hatten ja noch ganz viele verschiedene andere Sorten an Kuchen da. Und die sahen auch alle sehr, sehr selbstgemacht aus. Von daher mega cool. Also ich denke mal, dass man da öfter einen Kuchen bekommt. Und einen Kuchen bekommt man ja auch gar nicht so oft bei Too Good To Go, sage ich immer wieder. Also top. Ich würde da auf jeden Fall wieder hingehen. 2,50 Euro für zwei fette Stücken Kuchen. Träumchen. Deswegen doch 10 von 10 Punkten. Und es geht zu Naranj. So würde ich jetzt ungefähr mal aussprechen. Das ist in der Gärtnerstraße am Boxhagener Platz oder in der Nähe vom Boxhagener Platz, also in Friedrichshain. Ich dachte erst, es wäre ein Restaurant. Ich kaufe Restaurantsachen, in Anführungszeichen, weil das Bild irgendwie so ein bisschen verwirrend war in der App. Aber es ist eigentlich auch wieder typisch Backwaren. Aber we love Backwaren. Von daher, ich bekomme Backwaren sogar im Wert von 12 Euro. Das wird wahrscheinlich eine richtig gute Ausbeute und habe 4 Euro dafür gezahlt. Und ich bin wieder zurück und ich habe jetzt gerade auch schon festgestellt oder eben vorhin festgestellt, dass Naranja, das eben Orange bedeutet auf Spanisch, also es war so ein spanisches oder ich weiß nicht, Spanisch. Es war ein echt süßes Café, es sah ganz, ganz toll aus, einfach auch zum Hinsetzen dort. Es war eben in Friedrichshain und die haben auch selbstgemachte Sachen dort und ich habe ein Stück von dem Schokobananenbrot ist das nämlich, glaube ich, auch bekommen. Und überhaupt bin ich mit meiner Ausbeute sehr zufrieden. Yes, also das ist meine Ausbeute. Und ja, wir sehen erstmal hier der süße Teller. Ein Schokocroissant, love it. Dann dieses fluffige Bananenbrot, das sieht so gut aus. Und ein Cookie, der auch echt top aussieht. Und dann eben hier noch weitere Backwaren. Drei Croissants, zwei Brötchen, zwei Brezeln. Top. Und ich muss sagen, ich werde von den normalen Backwaren, weil ich da jetzt nicht unbedingt etwas von gerade brauche, vielleicht werde ich eine Brezel mir noch einfrieren, aber ich habe noch so viel. Und von daher brauche ich davon jetzt gerade nichts. Das werde ich auf jeden Fall auch noch teilen und weitergeben. Und ja, aber das hier, ach nee, da freue ich mich jetzt drauf. Das sieht so gut aus, so saftig. So ein richtig leckerer Schokokuchen. Genial. Okay, ich probiere jetzt noch mal den Cookie. Hier sieht auch so richtig schön selbstgemacht aus. Daumen hoch. Und ich finde es eben eine sehr, sehr vielfältige Auswahl. Eben auch so ein bisschen süßen Teilchen, aber auch was Herzhaftes. Also tippitopp. Ich bin sehr zufrieden. Und deswegen bekommt es 10 von 10 Punkten. Ach, scheiße. Oh, Freunde, ich wollte keine Punkte mehr geben. Ich wollte auch Sterne geben. Ja, habe ich verbockt in den letzten Sachen. Habt ihr euch bestimmt auch schon so gedacht, während des Guckens so, was kann sie eigentlich? Viel, nur das nicht. Bekommen 5 von 5 Sternen. Wenn ihr wissen möchtet, ob ich das die nächsten Videos vielleicht noch lerne, dann lasst gerne ein Abo da. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Da gebe ich dann wieder Sterne. Freut mich, dass ihr mit dabei wart. Ich würde mich wirklich über ein Abo freuen und über einen Daumen hoch oder so. Und genau, wir sehen uns. Bis bald. Sagt mir gerne wieder, was euer Lieblingsspot war. Und ja, bis bald.